Ja, nee, aber da muss man ja die Situation sehen, wie das damals war. Und ich war vielleicht ein bisschen emotional. Ob ich es jetzt nochmal so sagen würde, weiß ich nicht. Aber ich stehe dazu, weil es eine Situation war, wo wir Spiele verloren haben und Spieler vielleicht der Kopf ein bisschen verdreht wurde. Und ja, der HSV damals wirklich nicht gewusst hat, wo sie dann im Endeffekt in der Tabelle stehen werden. Und mir geht es einfach nur darum, dass ich Ruhe habe in meiner Mannschaft. Und das habe ich damals emotional geäußert. Ja, ich habe viele Gespräche mit Matthias gesprochen. Er wollte den nächsten Schritt gehen in seiner Entwicklung. Er sieht sie beim HSV und HSV ist ein riesiger Traditionsverein und er hat die Entscheidung jetzt so getroffen. Als ich damals die Aussage getätigt habe, war mir klar, dass immer wieder größere Vereine auch Spieler dem FC Augsburg wegnehmen werden. Aber das ist die Entscheidung des Spielers und jetzt ist es auch gut so, dass sie getroffen ist.